bin ich wieder mit einem riesengroßen Paket. Ja, ich habe ein bisschen was eingekauft und zwar bei der Comicbox. Da habe ich ja schon mal bestellt. Da gibt es noch einen 5 € Rabattcode, falls ihr was im Shop findet, falls ihr diesen Shop auch mal ausprobieren wollt. So, und was ich hier drinnen habe, also sind schon richtig coole Sachen. Ich würde sagen, das Paket, das nehme ich mal runter. Oh, es ist echt schwer. Und ja, ohne Aufzug einfach hochgetragen. Aber es wird sich lohnen, mit Sicherheit. Erstmal. Oh. Oh mein Gott. Das habe ich nicht bestellt. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist, mit einer kleinen Überraschung. Das ist aber mehr als eine kleine Überraschung. Ich habe hier. Oh, es ist auch schwer. Ob es das gewesen ist, was so schwer war? Ich habe hier ein Hot Wheel Teenage Mutant Ninja Turtle Van. Und zwar der, wo die Tür aufgeht. Den habe ich noch gar nicht. Einmal Teenage Mutant Ninja Turtle Van aus, ja, Metall. Aber der ist auch wirklich schwer. Richtig cool. Die Karte sieht so toll aus, aber ich muss ihn auspacken. Ich muss ihn in der Hand haben. Und ich will auf jeden Fall die Turtle Van Tür aufkriegen. Richtig cool, vielen lieben Dank. Also da freue ich mich sehr drauf, den auszupacken. Ich weiß, die Karte ist so schön, aber ich muss ihn auspacken. Und dann habe ich hier noch ein Teenage Mutant Ninja Turtle Shirt. Mega cool und vor allem in Grau, nicht immer alles in Schwarz. Moment. Tada! Richtig cool, noch die, hier ist ein Sticker, noch die, ja, zu den 80er, 90er Jahren. Richtig cool. Vielen lieben Dank. Das ist ja mal eine Überraschung. Cool, richtig cool. Ah, so, schaut mal. Das ist von dem neuen Film, Teenage Mutant Ninja Turtles Mayhem. Und, ihr kennt das vielleicht schon, dieses Viererpack. Da-da! Die gab es ja aus den 80er, 90er Jahren. Alle in dieser Variante. Und später auch zu den Nickelodeon Turtles und zu allen anderen. Irgendwie fand ich die cool. Star Trek, hier in den Anzug, Cowboy und hier noch im Hawaii-Hemd. Ich weiß nicht, ich fand es richtig klasse. Ein richtig cooles Set. Habe ich sonst so noch nicht gesehen zu kaufen. Finde ich ganz cool. Deswegen habe ich gedacht, hey, das nimmst du mal mit. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Platz haben. Das sind nämlich die Figuren, die ich dann wieder demnächst auspacken werde. Ach cool, ich dachte gerade, hä, was ist denn das? Das ist ja mega cool. Das sind, das sind Teenage Mutant Ninja Turtles Cornflakes. Oh mein Gott, sogar die sind viel zu schade zum Essen, aber hier sind sogar, wenn ich das richtig sehe, kleine Gesichter drauf von den Turtles. Ist das nicht cool? Eigentlich viel zu schade, um zu essen, aber wir können die auch nicht ewig drin halten. Mega cool. Auch das Artwork, sehr, sehr schön. Das sieht richtig cool aus. Und am Ende hat man hier sogar ein Spiel, oder? Am Ende kann man das ausschneiden, dann hat man ein Spiel. Family Size. Ach so, wegen der Verpackung, diese Größe. Das ist ja richtig cool. Ich habe noch nie Kelloggs von den Turtles gehabt. Ich habe auch Turtle-Tassen und Schüsseln und das wird ja mega cool. Richtig klasse. Sehr schön. Vor allem ist die groß. Das ist ja deswegen auch Family. Aber teile ich das mit der Family? Cool. Richtig cool, vielen lieben Dank. Das ist echt lauter Überraschungen hier. Mega cool. Haben wir wieder mal ein Set, wo mehrere Turtles drinnen sind. Ein Viererpack, kann man es auch lesen. Moment. So, da könnt ihr euch erstmal überraschen lassen. Serie 2. So, wo packen wir das alles hin? So. Falls ihr mich dann irgendwo nicht mehr sehen könnt, haben wir hier auch noch.
Oh. Da freue ich mich mega drauf, weil die sind so schwer zu bekommen und ich hatte keine Lust, die mit Versand und sonstigen Einfuhrgebühren, Steuern und so weiter aus Amerika mir einliefern zu lassen. Dieses Set zu bekommen ist einfach nur mega cool. Und das sind halt ja, die, die sich als Turtles ausgegeben haben und eingebrochen sind. Mega cool. Da freue ich mich, die auszupacken. Ist auch wunderschönes Artwork, aber ja, freue ich mich, die auszupacken. Das ist genial. Das finde ich richtig klasse. Da haben wir mal ein bisschen was gemischt. Was Neues, dann wieder Cartoon. So viele Turtles. Da haben wir noch ein Turtle-Set. Das sieht man hier vielleicht. Oh, kann ich das rausschieben? Aus dem Schieber. Ich werde jetzt ein bisschen drücken. Ich finde das ja wunderschön, wie sie die Verpackungen machen. Der Food Cruiser hier von Shredder als Motiv. Und natürlich sind hier die Turtles, die Figuren drin. Und ja, da freue ich mich drauf, die auszupacken. Aber auch die Verpackung, wunderschön. Also nicht die Seite, aber hier. Sehr schön, sehr schöne Verpackungen. So, noch haben wir Platz. Tada! Zwei mega große Taschen für Karten. Die sind aber echt so groß. Krass. Mega krass. Ja, das brauche ich auch für meine Karten. So, und das war es auch schon. Ja, das war es auch schon. Turtles, Turtles, Turtles. Und hier kommen Turtle-Karten rein, die ich auspacken will. Also, das war's. Das sind die Figuren, die ich demnächst auspacken werde. Und da freue ich mich schon mega drauf. Vor allem vielen lieben Dank für das Shirt, für den Turtle Van. Und das hier, das finde ich ja mega klasse. Damit werde ich auf jeden Fall Spaß haben. Auch wunderschöne Verpackung. Wir hatten ja Turtle Pizza schon und jetzt Müsli bzw. Kellogs. Mit den Turtles, wie geil ist denn das? Ich freue mich riesig drauf. Ich finde das richtig cool. Was soll ich sagen? Umgeben von Turtles. So, dann würde ich sagen, von mir aus war es das erstmal. Wenn ihr den Shop auch besuchen wollt, der Comicbox 5 Euro Rabattcode könnt ihr verwenden. Und ansonsten würde ich sagen, Moment. Ansonsten würde ich sagen, das war's erstmal und ja, da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, bye bye.